Wir von Würzburg Radio sind hier heute zu Gast und wir haben hier denjenigen, der in Würzburg für Presse- und Medienarbeit zuständig ist. Da sind wir gleich beim Richtigen, der Herr Beck. Erstmal schönen guten Tag, schönes Wetter bestellt mit der Frau Kleinert. Wunderbar, es hätte nicht besser laufen können. Wir haben den 5. Juni uns einfach ausgedacht und hatten gehofft, dass gutes Wetter ist. Aber dass es jetzt so toll ist, hätten wir nicht erwartet. Ja, das ist richtig schön. Nicht? Man ist dann auch richtig schön gespannt, wenn man dann nachher mal reingehen kann. Da ist es dann schön kühl. Also eine richtig tolle Veranstaltung, die ihr hinbekommt habt. Und für die Pressearbeit, Medienarbeit ist das natürlich viel, sowas dann auf die Beine zu stellen. Ja, es macht auch Spaß. Wir haben heute die Claudia Kleinert als Gast, als Gastrednerin. Und ich habe vorher natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt, habe die Medien informiert mit einer Pressemitteilung. Und wir sind heute froh, dass wir mindestens heute 100 Gäste heute hier haben. Das ist eine schöne Sache, immer so um die 100 Gäste zu haben, 150 Gäste. Ihr habt sehr, sehr viele Mitglieder und die ganzen Veranstaltungen, die wollen natürlich gerade medienmäßig dann auch feldmarktmäßig geplant werden. Ja, also wir haben uns letztes Jahr mal zusammengesetzt, der Frank Bernhard und ich, und haben uns mal überlegt, was können wir denn heuer beim Sommerfest machen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, die Claudia Kleinert einzuladen, die viele Leute kennen eben durch die Wettermoderation. Und dann haben wir überlegt, sowas haben wir noch nie gemacht in dieser Form mit so einem prominenten Gast. Und ja, das Wetter, der Petrus, ist uns hold. Und wir haben letztes Jahr begonnen und jetzt die letzten 4 Wochen kam dann diese heiße Phase der Planung und Vorbereitung. Und ich muss sagen, ich bin total beeindruckt vom Gasthof Englert, dass es hier so schön ist, dass es hier so urig ist, dass man hier so toll feiern kann und passt alles. Wunderbar. Tja, dann wünschen wir natürlich noch einen tollen Abend und wir werden uns sicherlich öfters mal wieder treffen. Dankeschön. Vielen Dank.